Happy New Year und wir starten das neue Jahr direkt mit super spannenden Drogerieprodukten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Video des neuen Jahres. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Silvesterabend und falls ihr genauso wie wir Silvester jetzt nicht ganz so groß feiern, wünsche ich euch trotzdem ein frohes neues Jahr und alles Liebe für die nächsten 365 Tage. Ich bin sehr motiviert, dieses Jahr werden viele Dinge passieren. Das passiert dieses Jahr nicht. Ich freue mich wirklich sehr. Worauf ich mich aber auch freue, sind die neuen Drogerieprodukte oder die neuen Pflege- und Make-up-Produkte, die dieses Jahr rauskommen werden. Und ich dachte mir, wir starten einfach mal direkt mit den ersten spannenden Produkten. Und ich kann euch sogar schon die ersten Reviews und Live-Tests einiger Produkte hier zeigen. Ihr kennt das Spiel, wir hüpfen direkt einmal auf die Drogerie-Webseiten rauf und ich rutsche ein Stückchen zur Seite. Und hier sehe ich auch schon die ersten Produkte. Ich war ja vor einigen Tagen in Düsseldorf bei Maybelline und dort habt ihr ja auch schon in dem letzten Vlog das ein oder andere Produkt gesehen. Ein Produkt habe ich tatsächlich noch nicht hier. Ich habe es mir gestern in der Drogerie aber schon mal angeschaut, um es einfach nochmal zu verstehen. Und das ist das Augenbrauen Set Build a Brow. Kommt in 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Farben. Hat auf der einen Seite eine sehr, sehr feine Filzspitze, Pinselspitze, mit der man die Haare bzw. die Augenbrauen auffüllen kann. Und auf der anderen Seite ein klares Produkt, um die Augenbrauenform in Form zu bringen. Ich habe auch gesehen, dass Anastasia Beverly Hills ein ähnliches Produkt rausbringt, wie das Brow Freeze, nur mit einem, also ohne Farbe, nur halt mit so einem Bürstchen dran. Da bin ich sehr gespannt. Aber das von Maybelline finde ich schon sehr spannend. Kostet 12,95 Euro und soll wohl auch wisch- und wasserfest sein. Ich finde, Augenbrauenstifte gibt es natürlich schon sehr, sehr viele. Ich weiß aber, dass das Thema Augenbrauen für viele sehr flexibel ist und sich mehrfach im Jahr ändert. Ich glaube, wir erinnern uns alle an meine Augenbrauen vor einiger Zeit. Vielleicht gefällt mir das dieses Jahr. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Genauso wie die Eyeliner, die Hyper Precise All Day Eyeliner, kommen auch in verschiedenen Farben. Und das finde ich ganz spannend, denn die sehen aus wie die von Catrice beispielsweise. Die haben auch eine Filzspitze, sollen sehr, sehr pigmentiert sein. Und kommen beispielsweise in diesem Kobaltblau. Sehr, sehr schöne Farbe. Gibt es natürlich auch in Brown, in Matte Black, in normalem Schwarz, wahrscheinlich dann glänzend. Und in einem sehr, sehr schönen Emerald Green. Da bin ich sehr gespannt, weil ich die von Catrice schon ganz gerne mochte. Bei Catrice war es aber so, dass einige Farben nicht so gut funktioniert haben wie andere Farben. Das liegt oft einfach an der Farbzusammenstellung und an der Formulierung der Farben. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich finde das Blau Tatsache sehr, sehr spannend. Und da kommen wir Tatsache auch schon zu der nächsten Kategorie. Vielleicht habt ihr die Aufsteller schon entdeckt. Es gibt die Sky High Mascaren jetzt in 9 Farben. Und ich habe sie auch schon alle hier. Wir haben einmal die Farbe Pink Air. Ein sehr, sehr intensiver Pinkton, der wirklich, da war ich sehr überrascht, sehr stark auf den Augen bzw. auf den Wimpern rauskommt. Wir haben einmal die Farbe Burgundy Haze, ein wunderschöner Burgunderton. Ich finde, der erinnert mich sehr stark an die Farbe von Charlotte Tilbury. Und wir haben, und das ist schon echt krass, ist die Farbe Blue Mist. Am Anfang dachte ich mir, die sieht recht hell aus, aber Trust and Believe, die kommt auf den Augen sehr, 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 sehr gut raus. Ich finde die sehr gut. Ich habe schon oft bunte Mascaren probiert und manche haben halt einfach nicht so gut funktioniert. Was ich jetzt mit euch aber einmal live testen wollte, ist die Farbe Burgundy Haze. Die habe ich persönlich selber so noch nicht getestet und ich dachte mir, wir probieren da mal was mit aus. Ihr seht es, ich habe auch noch keine Mascara auf den Augen. So sieht die Verpackung einmal aus. Die sind jetzt nicht wasserfest, aber die sind resistent und die Farbe ist schon sehr, sehr schön. Ich finde diesen Burgunderton schon, das ist natürlich eine sogar alltagstaugliche Farbe, was der Vorteil von diesen Burgunderfarben ist oder von diesen wärmeren Farben ist, genauso wie braune Mascara, dass sie natürlich die eigene Augenfarbe immer gut betonen. Wenn ihr so ein helles Blau oder so ein grünliches Braun habt, dann ist das immer sehr harmonisch. Ich trage jetzt mal nur die Farbe Burgundy Haze auf. Ich finde es wirklich überraschend, dass die Formulierung wirklich genauso ist wie die Sky High Mascara, die ja wirklich sehr beliebt war. Und ich mag die ja auch total gerne. Ich finde, bei der Farbe ist es aber so, dass die so natürlich ist, dass man die gut und gerne im Alltag tragen kann. Aber unterschwellig betont es die eigene Augenfarbe doch dann sehr, sehr gut. Was ich mir vorstellen kann, ja, es ist wirklich super natürlich.
Was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass man eventuell auch so ein bisschen Pink mit reinmischt. Dann wird es natürlich noch ein bisschen heller. Ich gehe mal einmal ganz leicht hier noch rein, um es ein bisschen heller zu machen. Oder du mischst dir einfach deine braune Mascara mit ein bisschen Pink und kannst das Ganze dann noch brauner machen. Das ist ja, ich bin ja immer noch auf der Suche nach der krassesten braunen Mascara. Und ich glaube, jetzt könnt ihr so den ein oder anderen pinken Effekt in den Wimpern sehen. Ich habe jetzt ein kleines bisschen geschmiert, aber die Formulierung ist großartig und sie halten den ganzen Tag. Falls ihr die blaue sehen wollt, schaut gerne mal auf meinen anderen Kanälen vorbei. Auf TikTok, glaube ich, habe ich die blaue Mascara schon getestet. Die sind definitiv ihr Geld wert und funktionieren gut. Vor allem die blaue ist halt einfach wirklich krass, ne? Für so ein Pop of Color. Und wenn du eine weiße Base drunter machst, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Es gibt eine neue Limited Edition von Essence. So neu ist die aber gar nicht mehr. Ich habe sie tatsächlich verpasst. Das ist die Chili Vanilli LE. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, vielleicht der Lidschatten. Ansonsten hat sie mich nicht so angesprochen. Weswegen ich da so ein bisschen Abstand von genommen halte. Dann hat Essie mit Romina Palm Nagelsticker rausgebracht. Ja, finde ich jetzt ein bisschen unspektakulär. Es sind halt Sternzeichen und ein paar Sterne. Ach, ja, weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist so toll. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, obwohl ich kein Nagellack trage, sind die neuen Nailfinity-Farben von Max Factor. Die sehen halt super Old Money aus, ne? Also dieses Grün und vor. Also dieses Grün ist schon krass. Und die Sensation, so ein Rot, aber das ist so ein ganz reduziertes Rot. Wobei der grüne Ton ist einfach schon krass. Falls ihr Erfahrungen mit den Nagellacken von Max Factor habt, schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Wir hüpfen einmal rüber zur Pflege und da bin ich ganz überrascht. Es gibt jetzt nämlich Geek and Gorgeous bei DM. Vermutlich nur online. Ich sehe jetzt hier das Vitamin C Serum beispielsweise und hier auch schon die anderen. Geek and Gorgeous ist eine recht günstige Marke, die für viel Trubel in den letzten Jahren in der Skincare-Welt gesorgt haben. Ich sage dazu nichts, außer du erntest, was du siehst. Finde ich sehr spannend, aber es gibt auch ein Produkt von Balea und das habe ich gestern schon getestet. Das ist der Beauty Expert Cleansing Balm. Das habe ich gar nicht so verstanden. Alle Leute haben gesagt, der ist jetzt da, aber niemand hat ihn getestet. Deswegen habe ich das jetzt vor 2, 3 Tagen für euch auf Insta, auf TikTok, überall schon gemacht. Der gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das ist ein Reinigungsbalm mit 3% Squalan, eine Balsam-zu-Öl-Textur, die ihr mit Wasser aufemulgieren könnt. Und die nimmt Make-up sehr, sehr gut runter. Ich finde nicht ganz so gut wie das flüssige Öl und auch nicht ganz so gut wie der The Calm Balm von Yepoda beispielsweise. Es ist aber, um die Texturen kennenzulernen und zu verstehen, wie sie funktionieren, eine ganz gute Sache. Was ich total gerne mit diesen Reinigungsbalsamen, Balsamen, mit den Dingern hier mache, ist, wenn ich ganz, 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 ganz trockene Fingernägel habe, dann nehme ich das so ein bisschen rauf, weil Reinigungsbalsam habe ich immer irgendwo rumstehen. Das ist halt Öl, ne? Es ist jetzt schmierig und es pflegt recht schnell, recht gut und kann dann einwirken, bis ich mir das nächste Mal die Hände wasche. Ist jetzt nicht die optimale Lösung, aber es ist so ein bisschen zweckentfremdet. Hat ganz gut funktioniert, er ist unparfümiert, also wenn ihr da ein bisschen empfindlich seid, könnte das vielleicht eine gute Lösung sein. Finde ich gut. 4,95 € finde ich dafür für Balea recht viel, muss ich sagen. Aber nun gut, ich weiß nicht, wie die Einkaufspreise aktuell geworden sind bei Reinigungsbalsamen, Balsen. Bei den Dingern hier. Deswegen, okay, kann man gerne mal ausprobieren. Und hier sehen wir auch schon das nächste Produkt, was ich euch hier gleich live zeigen kann. Und zwar gibt es die Lifter Plump Glosse von Maybelline. Ihr kennt alle die Lifter Glosse von Maybelline. Die waren super beliebt. Jeder und jede Mutter und alle haben diese Lifter Glosse schon zu Hause. Und die sind auch sehr, sehr gut. Weil sie recht günstig sind, aber einen unglaublich krassen Scheineffekt haben, der nicht so an Drogerieschein erinnert. Jetzt gibt es die Mäuse aber auch in Plump. Und die Freunde haben es in sich. Ich habe die schon seit, ich glaube, November hier. Durfte sie natürlich noch nicht zeigen. Ich habe sie aber ausgiebig getestet. Meine liebste Farbe ist Tatsache die 001. Die sehen erstmal aus wie die klassischen Lifter Plumps, die Lifterglosse. Die Verpackung ist ein bisschen anders und dann habt ihr hier vorne so ein Chili mit drauf. Erstmal recht unspektakulärer, also ein klassischer Gloss. So, und dann gebt ihr dem Ganzen mal 5 bis 10 Minuten Zeit und dann, Freunde, habt ihr Lippen wie Dolly Buster. Ich habe ein Video da schon zu gedreht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn nicht, seht ihr das demnächst.
Ich habe nur eine Seite damit geschminkt und du hast so krass den Unterschied gesehen, da war selbst ich überrascht. Ne? Da ist Chili mit drin und da ist Maxi-Lip mit drin. Das ist so eine. Ist ein Inhaltsstoff, der dafür sorgt, dass die Lippen voller werden. Und das hat Catrice auch in den Liplinern und so. Also Maxi-Lip ist schon ein sehr, sehr guter Inhaltsstoff, um die Lippen größer zu machen. Es gibt unheimlich viele Farben und natürlich, ne, so eine Plumper-Lipglosse, die bitzeln immer so ein bisschen. Man gewöhnt sich dran und wenn du es 10 Minuten aushältst, dann kannst du es abmachen und dann kannst du einfach deinen no normalen Plumper-Gloss mit drauf machen oder deinen normalen Gloss mit drauf machen. Und dann hast du ein wirklich sehr, 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 sehr schönes Ergebnis. Also kann ich euch auch empfehlen. Die kann man natürlich nicht so unbedingt als Blush zweckentfremden, aber wer auf diesen Plumping-Effekt steht und die Lifter-Glosse mag, hat jetzt mit den Lifter-Plump-Glossen einen richtig guten Gloss. Sehr, sehr viel Kinderkleidung bei DM. Ich bin wirklich ein bisschen überrascht. Das finde ich wirklich süß und das sind Waschhandschuhe. Die würde ich mir am liebsten selber kaufen, weil ich die so süß finde. Waschhandschuhe, Waschbär und Waschhandschuh-Biber. Wirklich süß. Die sehen halt aus wie so ein Spielzeug und ich glaube, für kleine Kinder ist das eine süße Sache. Ich erinnere mich an, also ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich an die Geschichte. Ich habe es gehasst, Wasser ins Gesicht und vor allen Dingen in die Augen zu bekommen. Meine Mutter hat mich dann immer mit einer Taucherbrille unter die Dusche gestellt. Und vielleicht macht das das Ganze für Kinder ein bisschen erträglicher. Shabams hat neue Anti-Pickel-Patches rausgebracht. Ich habe gesehen, dass es jetzt auch noch eine neue Marke gibt, die ebenfalls Anti-Pickel-Patches rausgebracht hat. Mighty Patch heißen die, glaube ich. Habe ich gestern auch schon gesehen. Waren mir ehrlich gesagt aber auch ein bisschen zu teuer. Ich glaube, die haben 10 Euro gekostet. Waren nicht ganz so teuer wie diese schlimmen Dinger von Compeed. Die besten sind meiner Meinung nach entweder die von Shabams, die kosten dann 1,25 Euro, oder die von Balea, die kosten, glaube ich, 95 Cent. Und die machen wirklich ihr Bestes. Diese Anti-Pickel-Patches sind genial. Ich erinnere mich, ich habe. Was heißt, ich erinnere mich? Ich wurde wieder dran erinnert. Es gab mal von BH Cosmetics Anti-Pickel-Patches. Waren es Sterne, Monde und ich glaube Sonnen. In irgendeiner LE war das mit drin. Und ich hatte den irgendwann mal getragen. Und ich habe ihn vor einer Weile in meinem Kopfkissen, also ich habe so ein Kissen, das ist aus verschiedenen Lagen, die kannst du alle auseinandernehmen und ich wasche meistens nur die obersten zwei und nicht die innersten. Und ich habe keine Ahnung, wie dieses Sternchen auf die innerste Lage von diesem Kissen gekommen ist, aber da war es und das klebt und du kriegst es nicht mehr ab. Ja, also die BH Cosmetics, wir vermissen oder BHs Angels, wir vermissen eure Pickle Patches. Ansonsten wirklich sehr, 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 sehr viel für Kinder. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir Kinder haben, wie dann meine DM-Hauls anders aussehen. Weil so viele süße Sachen, die es da gibt, da bin ich überrascht. Judith Williams hat ebenfalls neue Produkte rausgebracht. Einmal die Rose-Linie und die Peptid-Linie. Das Reinigungspuder finde ich ganz spannend. Das habe ich aber auch im Laden nicht gesehen. Das ist nur online erhältlich. Es gibt aber wirklich viele Produkte. Ne? Also die Peptid-Reihe, die Rosenreihe war bei uns im DM tatsächlich auch schon zum Teil wirklich echt gut ausverkauft. Das kann Judith Williams Pflegeprodukte. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen teurer, aber gar nicht so schlecht. Trended Up hat eine neue LE rausgebracht. Ich glaube, die war jetzt für Silvester. Metallic Shine Eyeliner. Einmal in einem Roségold und einmal in einem Silberton. Sehen sehr, sehr gut aus. Die habe ich natürlich jetzt nicht hier. Ich habe sie auch im Laden nicht gesehen, sonst hätte ich die natürlich mitgebracht. Ich war die letzten 3 Tage viermal im DM und habe immer geschaut, ob schon was Neues da ist, habe aber nicht so vieles gefunden. Die sehen wirklich ganz spannend aus. Ja, ich finde die Verpackung sehr schön. Ich bin jetzt nicht so die bunte Eyeliner-Maus oder die Metallic-Eyeliner-Maus. Für meine Make-ups, die sind ja meistens ein bisschen spießig geworden, ne? Aber ansonsten gar nicht so schlecht. Wir hüpfen jetzt einmal kurz rüber zu Sephora, weil ich da auch einige Sachen gefunden habe. Es gibt einen neuen Duft von Tom Ford, der ist jetzt immer noch nicht in Deutschland da. Ich habe ihn in Holland gesehen, konnte ich mir aber leider nicht bestellen, weil dieser Duft, der schreit meinen Namen, ne? Ihr wisst. Ich bin immer ein großer Freund davon, günstige Alternativen an Düften zu haben, weil man dann einfach ein bisschen wahlloser mit sprühen kann. Dieser Duft, den muss ich haben. Aber es gibt ihn noch nicht. In Deutschland zumindest nicht. Der sollte jetzt bald rauskommen. Vanilla kann ich jetzt nicht sagen. In Sachen Make-up gibt es aber auch einige Neuheiten. Und zwar finden wir hier von Benefit ein Lash Serum. Also ich muss sagen, ich liebe Benefit, vor allem ich liebe das Benefit Deutschland Team. Wirklich von ganzem Herzen. Und sie machen die Produkte nicht, deswegen kann ich da so ein bisschen herziehen. Aber Benefit USA. Wenn ihr nicht langsam mal wirklich
wirklich in Gang zulegt. Und nicht jede Woche denselben Blush und denselben Bronzer mit einem anderen Blush und einem anderen Bronzer in eine andere Verpackung packt, dann sehe ich echt langsam nicht mehr so viel Hoffnung. Und jetzt so ein, also ich habe auch das Haberbrow, das Augenbrauen-Serum. Das finde ich, das hat sogar noch ein bisschen zur Brand gepasst. Ich sehe da aber nicht so viel Effekt. Und jetzt auch ein Lash-Serum für 60 Euro. Nee. Also Benefit kaufe ich für Mascara oder kaufe ich für Bronzer. Auch die Skincare-Reihe. Einige Produkte gut, aber da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das waren einfach Produkte. Hauptsache man hat das im Sortiment und wir wollen Make-up von Benefit und nicht jetzt hier noch ein Wimpernserum für 60 Euro. Da bin ich ein bisschen, finde ich nicht so gut. Es gibt eine neue Foundation von Estee Lauder, die Futurist Skin Tint Foundation für 54 Euro. Und die Rem Beauty Sweetener Foundation von Ariana Grande ist jetzt auch da, in Deutschland erhältlich. Kostet 30 Euro, da bin ich vom Preis wirklich überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so günstig ist, die Foundation, weil die meisten Produkte natürlich auch immer so ein bisschen teurer sind. Eine Sache, die ich jetzt hier noch nicht sehe, in Amerika aber schon gesehen habe, wo ich auch gedacht habe, nee, es kann wirklich nicht wahr sein. Also Selena Gomez, I love you von ganzem Herzen. Und deine Rare Beauty Produkte sind toll. Aber diese vier, es tut mir wirklich leid, das ist ja schon fast lächerlich, die vier Pflegeprodukte. Was war das? Sekunde. Hätte sie das so gemacht wie Rihanna, ne, eine Pflegeserie zu ihren Make-up-Produkten rausgebracht, dann hätte ich das vielleicht verstanden. Aber die Produkte verstehe ich wirklich gar nicht. Einen beruhigenden Roll-On mit ätherischen Ölen, das ist für mich keine Skincare. Also ich verstehe den Ansatz der Produkte, fand ich aber, weiß ich nicht, hat mich wirklich, nee, also ich bin enttäuscht gewesen davon, als ich das gesehen habe. Ich habe gehört, okay, sie bringt Skincare raus, aber das, also was sie rausgebracht hat, das ist keine Skincare. Das ist so ein bisschen Ayurveda. Dann gibt es ein Hair and Body Mist, also eigentlich ein Parfum, das riechen soll nach Zitrone, Jasmin und Kaschmirholz. Klingt spannend, klingt erfrischend, erinnert mich aber so ein bisschen von der Beschreibung her an so ein Raumspray. Und dann die Handcreme, da finde ich die Verpackung wirklich cool. Aber ich habe mir, da bin ich aber auch wahrscheinlich persönlich einfach angegriffen gewesen von den Produkten, weil die mich wirklich gar nicht gecatcht haben. Eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte, da traue ich mich nicht ran, ne? Ich bin wirklich, hätte ich nie gedacht, ein großer, großer Freund von Kajali geworden. Von den Düften von der Schwester von Huda Beauty, Mona. Tolle Person, also so wie sie sich zeigt. Und mein absoluter Favorite-Duft ist Pistachio Gelato. Wow. Ich hatte mir erstmal diese kleine Probe gekauft. Zweimal, weil ich zu geizig war, mir die große zu kaufen. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft. Ich hatte dann irgendwie Rabatte gefunden und habe mir das wirklich gekauft. Und ich bereue es keine einzelne Sekunde. Das riecht süß. Das riecht gourmand. Das riecht nach Eis. Das riecht nach Vanille. Ja, nach Eis. Nach so geschlagener Sahne. Süßlich, pudrig. Aber nicht so billig süß. Das ist ganz schwierig, ne? Es gibt so wart ihr schon mal im Euroshop? Und da gibt es ja auch so diese Kinderparfums, ne? So wirklich, die haben dann die Form von, weiß ich nicht, Cinderella oder so. Die riechen ja wirklich ganz, ganz schlimm. Großartig. Und jetzt hat sie eins rausgebracht, was, glaube ich, nicht mein Duft ist. Ich glaube, der ist mir zu weich und zu feminin. Das ist Eden Sparkling Litchi. Fruchtig, heller und fröhlicher, floraler Duft. Ich glaube, das ist nicht mein Duft. Obwohl die Verpackung sehr, sehr schön aussieht. Ich habe auch von Kajali den Cherry-Duft, den Vanilleduft, den Pistazienduft und ich würde so gerne die Oud-Düfte auch mal ausprobieren. Aber da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so ran getraut. Die will ich erstmal persönlich riechen, ne? Oder vielleicht eine kleine Größe kaufen, wobei es da im Preis-Leistungs-Feld natürlich doch schon sehr, 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 sehr teuer ist. Und zum Abschluss als kleinen Aufhänger für das Video am Mittwoch, es gibt eine neue Limited Edition in der Drogerie von Rival Loves Me. Und diese LE sieht jetzt schon ziemlich, ziemlich spannend aus. Wir haben eine Duo Contouring Palette. Wir haben ein High Perfection Soft Illuminating Powder. Wir haben einen Liquid Highlighter, einen Liquid Blush, einen Pinsel und einen Beauty Blender. Und wenn euch das interessiert, abonniert unbedingt den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr müsst dafür zweimal auf die Glocke drücken und dann alle auswählen und dann verpasst ihr das Video am Mittwoch um 18 Uhr nicht. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst.
Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.